Nun, euer Ehrwürden, ich bin nicht nur deswegen hierher gekommen. Ich habe außerdem noch eine Bitte. Eine Bitte, die wahrscheinlich sehr relevant für die Zukunft der Blutigen See sein könnte. Sie soll gewährt Vielleicht. werden. Und auch für Festung. Ich habe nämlich zusammen mit meinen Gefährten, nun, ich weiß nicht, ob ich sie wirklich Gefährten nennen kann, mit meinen Kampfgenossen, habe ich eine wichtige Information erhalten. In dieser Information geht es darum, etwas, was der Herrin der tiefschwarzen See gehört, zurückzuholen. Es handelt sich dabei um den Splitter von ihr. Du musst ihren Namen nicht aussprechen. Blutige See, Splitter. Er nickt grimmig. Nun ist es leider so, dass ich keinen Schutz der Göttin habe. Und ich wollte euch bitten und jeden Gläubigen hier in der Stadt, um, nun nicht jeden Gläubigen hier in der Stadt, doch alle, die sich dazu berufen fühlen, mich zu unterstützen, eine Rüstung zu schaffen, die kein Hieb eines Dämons durchbrechen möge, um mit dieser Rüstung den Splitter zurückzubringen und Eiler von Schattengrund zu übergeben oder jemand anderem, der besser weiß, wie man dort mit verfahren kann, vielleicht auch einem Tempelvorsteher oder einer ähnlichen Gewalt des Effard. Eiler. Eiler von Schattengrund. Man nickt einmal. Da. Das können wir tun. Sie gab mir den Befehl. Nun bin ich hier, um bei diesem Befehl Hilfe von euch zu erbitten. Ich Da. würde euch bitten, in dieser Zeremonie mir beizustehen und vielleicht sogar das Gebet anzuleiten. Doch nur, wenn ihr das tun wollt. Ich könnte ebenfalls Gebet anleihen. Delat. Das können wir tun. Wir werden unsere Leute sammeln, die Akoluten zusammentrommeln. Weihen wir deine Rüstung, Bruder. Hab Dank. Er hat sich nicht vorgestellt oder so, ne? Bisher noch nicht. Alles klar. Sagt Ehrwürden, wie ist euer Name? Grimje. Grimje Grimje Rondrian. Rondrian. Grimje Rondrian. Danke für dir für deinen Dienst, den du mir erweist und auch der Göttin erweist. Doch, ob wir es wirklich schaffen werden, diesen Splitter zu kriegen. Vielleicht solltest du, Grimje Rondralieb? Rondrian. Rondrian, mich begleiten. Oder einige deiner Kameraden hier aus Festrum. Meine Zeiten als Kämpfer sind vorüber. Er guckt an seinem Arm herunter. Ich diene der Göttin weiterhin, allerdings ohne ein weiteres Schwert zu führen. Ich habe mich mit der anderen Hand versucht, aber diese Zeiten sind vorbei. Ich bin zu alt. Ahmad nickt einmal bedeutungsschwer. Das muss ein hartes Schicksal für einen Rondra Geweihten sein. Man schaut ihn, ja, nicht ohne Mitleid, sondern mit Stolz an. Er wird seinen Arm in einer gerechten Sache verloren haben. Fragt im Tempel nach, ob mich vielleicht einige Männer und Frauen, die tapfer genug sind, begleiten mögen. Und natürlich auch nur, wenn sie hier ihre Pflichten entbehren können. Ansonsten werde ich auch nur mit eurer Hoffnung und auch mit der Hoffnung Rondras in die blutige See stechen. Er greift mit seiner verbliebenen Hand deinen Oberarm bzw. die Schulter, drückt einmal kräftig zu. Da. Ich werde die Akoluten und Geweihten versammeln und wir werden am morgigen Tage Fürbitte halten. Wunderbar. Kann ich heute Nacht hier schlafen, in diesen heiligen Hallen? Da. Dann nickt Ahmad dem Grimje noch einmal glücklich und grimmig zu und würde dann sich wahrscheinlich da in diese Reihe dieser Leute, da die da in Fellen gekleidet sind, anschließen und mit denen trainieren, beziehungsweise da die wahrscheinlich alle einen Kampfpartner haben, alleine trainieren. Also quasi so Schatten stechen. Ja, nach einiger Zeit kommt da sicherlich auch nochmal ein kleiner Akolyte oder sowas zu dir, der dich dann auch höflich bittet und fragt, ob du mit ihm trainierst.
Möchte Oma von draußen irgendwas tun? Du hast das Gespräch verfolgt, mitgehört. Möchtest du direkt dann aufbrechen zur Akademie, wo auch immer sie liegt, oder hier noch verweilen? Nein, nachdem Oma dann mitbekommen hat, dass er anfängt mit dem Training, mit dem Schattenboxen, was im ptolemäischen Raum ja weit verbreitet ist, was er auch schon mal vielleicht gesehen hat, dass manche Leute das tun, ist er nun gegangen. Aber das dabei hat man Leute nicht zu beobachten, das weiß er. Und er will ganz gerne 2 Säcke Reis vom Wagen stehlen und die ins Gerberviertel heimlich bringen. Zu den Goblins? Ja. Ja, weil er glaubt, dass die Goblins vielleicht ein wenig zu kurz kommen könnten. Dann gib mir mal eine Taschendiebstahlprobe. Du kannst wohl erkennen, wie noch ein paar Seemänner da geblieben sind. Und das so einfach, mir nichts, dir nichts, dann zu schnappen, zu nehmen, wegzutragen, das ist natürlich noch mit ein bisschen Überredungskunst oder eben auch Geschick verbunden. Und dir gelingt es dann eben, du kannst nicht einfach irgendwie dir einen Sack Reis nehmen und irgendwo unterm Körper verstecken, aber mit dieser Probe ist es dir eben dann erleichtert, oder beziehungsweise du kannst es dann eben, kannst du dann dementsprechend ablenken, das dann dir einzuverleiben. Die Goblins, kleine, pelzige Kreaturen, die Arme genauso lang wie der restliche Körper, wie die Beine, schlaksige Gestalten. Kannst du den einen oder anderen auch schon in den Gassen erkennen, wie sie da wohl entweder Leichen zur Seite tragen und auf einen großen Wagen tragen. Sie werden hier wohl als Aufräumer bezahlt, in Anführungsstrichen, für irgendwelche Erfrorenen, die dann in ihren Häusern gestorben sind, weil es nicht genug Brennmaterial gab. Den einen oder anderen wirst du aber allerdings auch als Rattenfänger erkennen, der sich hier dann eben damit verdingt und die Ratten dann nicht nur fängt, sondern auch direkt dann sogar roh isst, wenn der Hunger es reintreibt. Kannst du durch die Stadttore gehen und erreichst dann das etwas ärmlichere Viertel, das widerlich stinkt. Trotz der Kälte kannst du hier trotzdem immer noch die Gerüche wahrnehmen, die dann diesen Ort zeichnet. Ja, man hier geht, triffst du nach einigen. Man geht einfach mal so durch dieses Viertel durch, in der Hoffnung, dass man irgendetwas sieht, was ein Versammlungsort, eine Taverne, irgendwas, was er wiedererkennt, weil er kennt sich mit den Bräuchen dieser Leute, Wesen auch überhaupt nicht aus. Ja, nach einigem Herumtasten durch den Schlamm, durch den Modder, zugefroren, vereist, kannst du auch tatsächlich sowas wie eine kleine Goblin-Taverne erkennen, die von niederer Qualität ist. Von eigenem Namen gibt es wohl nicht daran, auch kein Schild oder sowas, was davon kündet, oder ein Tier drauf. Und du kannst da, mehrere Goblins erkennen, die dann durch die Fenster, oder sowas wie Fenster wird es nicht geben, es sind einfach irgendwelche Stoffe, durch die das dann durchschimmert, kannst du dann hindurchschauen und siehst da wohl in diesem lehmverputzten Blockhäuschen mehrere Goblins, die da für Meskines oder Wodka wird wohl immer noch das Geld da sein. Sitzen da bei bitterlicher Kälte, die Stoffe können die Kälte nicht ganz draußen halten. Ein kleines Feuerchen, was noch irgendwo in der Ecke brennt, kannst dann diese Taverne ohne Namen betreten. Ja, immer betritt die Taverne, wahrscheinlich in gebückter Haltung, weil die Tür wahrscheinlich auf 1,60 Meter, 1,70 Meter begrenzt ist. Goblin-Höhe maximal. Und so wird der 1,80 Meter immer sich da hineinquetschen und einfach mal schauen, wie die Reaktion ist, wenn ein Mensch diesen Laden betritt. Ja, die schauen dich verwundert an. Nicht abschätzig, sondern sind einfach nur perplex, dass sich ein Mensch jetzt in dieses Viertel getraut hat. Und dann kommt ein kleiner, humpelnder Goblin auf dich zu. Ozel, wir wissen, was du hier tust. Hier. Und er schiebt den Sack Reis so sanft vor sich, setzt sich dann im Schneidersitz hin, damit er nicht mehr gebückt stehen muss. Ich hab euch Reis mitgebracht. Am Hafen wird Reis verteilt, aber ich glaube, es sieht aus, als wenn ihr ein wenig zu kurz kommt. Und schiebt ihm die 2 Säcke Reis hin. Ozel kann ich bezahlen, aber Ozel, nee. Nein. Das ist ein Geschenk. Das nett. Das ich geben Mantka Riba, Schamanen von Goblinviertel. Gebt das. Das sind gute 2 Säcke. Ich guck mal nach, ob ich vielleicht noch einen Sack mitkriege, aber ganz schön anstrengend, hier rauszukommen. Du siehst wohl, wie er sich ein bisschen in der quäkenden goblinschen Sprache unterhält, alles sehr rau, dreht sich wohl zu den anderen um und redet wohl offensichtlich
über dich, zeigt dann auch mit dem Finger auf dich, obwohl du direkt vor ihm stehst. Andere Goblins antworten, nicken irgendwie, quäken weiter und dann dreht sich Urzel wieder um. Urzel will fragen, ob du hier bleiben willst und Meskint ist da jetzt mit Goblins. Ach ja, gerne einen Schluck. Urzel hat nicht viel, aber wir teilen. Ja, und man schiebt den Sack nochmal so symbolisch nochmal so einen Zentimeter auf ihn zu. Ja, nehmt das, wie gesagt, das ist guter Reis. Einfach kochen, bis er sozusagen weich genug ist und dann essen. Sehr gut. Du kannst tatsächlich auch zu deiner Verwunderung, würfel mal Götter und Kult, eine Goblina erkennen, die in einer der Ecken sitzt und in eine etwas andere Kleidung gewandet ist, die etwas besser aussieht. Du hast mit den Geweihten der grimmen Jagd noch nicht viel zu tun gehabt, aber sie wirkt auf den ersten Blick wie eine Vierun-geweihte Goblina auf dich. Ja, sitzt da in der Ecke mit ihrem Speer und schaut dich an, nickt dir auch freundlich zu und bedankt sich da eben wohl auch. Ja, man dackelt man dann kurz danach zu, wenn man vielleicht mit einem Goblin gerade kurz angestoßen hatte und noch ein bisschen gequatscht hatte. Entschuldigt, seid ihr eine Geweihte, euer Gnaden? Ich bin Firunla. Firun, geweihte Goblina. Da. Okay. Beaufsichtigt ihr also die Jagden hier? Firunla tun das, weil, viele Geweihte nach Norden aufgebrochen und viele fehlen, aber Firunla bleiben erst einmal in Festu. Okay. Aber Firunla kümmert sich um Jagd. Jagd gegen grimme, bittere, schwarze Kälte. Man sieht die Fragezeichen übers Gesicht, er runzelt ein wenig die Stirn. Das schwarze Eis. Essig ist seit einiger Zeit, seit 3, 4, 5 Sonnenläufen. Essig ist hier und verpestet die Wälder und macht die Rehe krank. Essig ist der Wirbelsturm, der dich einfriert, die Todesjagd, die Hetze, der unfaire Kampf, der Gegenspieler von Firun. Okay, ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Ganz schön gemein. Essig ist aufgetaucht, kurz vor der Mondenschlacht. Ich glaube, so war das mit der blutigen See auch, habe ich mir mal sagen lassen, dass da irgendwann eine Dämonenschlacht war, vorher, nachher und wieso. Da! Essig ist eine Schneehexe verantwortlich. Glorana, ihr Name. Ihr Name nur geflüstert. Aber sie sitzt dort oben in einem Eispalast. Mit ihren Hunden. Ja. Schlecken die dann auch an den Wänden? Bei uns gibt's auch Eis. Hohe Leute kaufen das und dann wird das gegessen. Schwarzes Eis ist böse. Es verschluckt dich, verschlingt dich. Gräser, die fressen, Schnee, der nicht dort liegen soll, wo er eigentlich liegt. Und damit beginnt eine Geschichte, die dir Firunla erzählt. Mythen, Legenden, die jetzt ausgegraben werden, Hörensagen. Und während du dir bei einem warmen Meskines die Geschichte von Firunla über das ewige schwarze Eis anhörst, wechseln wir wieder rüber in die Halle des Quecksilbers, wo immer noch der Kapitän, die Magier und der Fähnrich bei Tarlisin von Borbra und Erzmagistra Kohlrab sitzen. Und die Plagen sind, wie ich das sehe, größtenteils entweder magischer Natur oder wachsen direkt aus der Arche. Können wir da groß gegen tun? Gegen Dämonen und Untote. Außer natürlich sie zu erschlagen, bis sie sich nicht mehr bewegen. Die Dämonen könnte man austreiben, wenn man ihre wahren Namen kennen würde. Zumindest ist es leichter dann. Nun, Magister, einer von euch kennt diesen Namen doch bestimmt. Bitte, wie? Den wahren Namen der Plagenbringer? Nein. Nein, dieser Dämonen, wie heißt er? Amrichot und die Lederschwingen, das sind doch auch Dämonen, nicht wahr?
Nun, ich kann eventuell noch etwas zu den beiden Bordmagiern erzählen, die uns bekannt sind. Die sind verschlossene Informationen, die wohl aus der Filiason-Sage entstammen, aber ich kann sie mit euch teilen. Vespertilio, selbstverständlich haben sie Magier. Vespertilio Organo, der erste Bordmagus, ist wohl in direkter Konkurrenz und dies nicht nur seitdem sie dort an Bord der Plagenbringer sind, sondern seit ewigen Zeiten. Sein direkter Konkurrent wäre Mies Gul Maktar. Sie stammen wohl beide aus, wie wir das gesehen haben, Mirha. Beides Chimerologen von einigem Können. Beide ziemlich alt. Sie steckten wohl gemeinsam in der Sargasso-See fest, wo sie dann aufbrachen und sich über verworrene Wege dann der Plagenbringer anschlossen, sich dem Kommando von Darion Paligan unterwarfen. Vespertilio ist wohl für die Lederschwingen, die erste Plage, zuständig und forscht und werkelt weiter an diesen, nun ja, Chimären. Während sein, nun ja, Konkurrent, er ist unglaublich dick, der andere nur etwas spindeldürr, möchte ich sagen. Also sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Er ist eher auf der Suche nach Macht. Der Vater der Scherenwürmer wird er geheißen. Also jemand, der Dämonen chimerisierte. Morphus mit Krakonian verschmolz, um diese Scherenwesen zu erschaffen. Das klingt ja schon grauenhaft. Wenn ihr also diesen beiden Männern begegnet, dann seid auf der Acht. Vor allem Vermis Gulmaktar soll wohl laut den Aufzeichnungen von Ragnar, wie gesagt einer der Bordmagier aus der Filiason-Saga, soll wohl mit vielen Artefakten werfen. Über Vespertilio liegen leider nicht allzu viele Informationen vor, weil dieser sich wohl dem Konkurrenten von Filiason angeschlossen hat. Natürlich. Eldan, ihr seid auch ausgebildeter Antimagier. Ja, mein Herr. Könnt ihr damit umgehen? Das werde ich Ihnen euch erst sagen können, wenn es soweit ist. Ich kann den Magier nicht einschätzen, wie talentiert er ist. Ihr solltet euch vielleicht etwas überlegen, wie ihr nun ja auf einen magischen Kampf reagiert. Dabei schaut Talisin von Borbra einfach mal in Richtung von Abelmir und Eldar. Das heißt, ihr solltet euch vielleicht einmal, sollte es zu einer Begegnung kommen, kümmert sich der eine um Vespertilio und der andere um einen Artefaktmagier Vermis. Dies klingt gut. Ein magisches Duell, auf das es herausläuft. Macht euch eure Gedanken. Lassen wir es gar nicht erst darauf ankommen, sondern fegen ihn mit einer Rotze weg. So, geholfen. Oder wir beschäftigen ihn magisch und wir erledigen ihn profan. Mit Pfeilen, Bolzen und Schwertern. Ich habe einen Dolch voller Wandstaub. Würde ich auch vorschlagen, wir sollten die Schwäche der Magier nutzen, bis sie ihre Zauber vorbereiten müssen, je nachdem, was für ein Zauber es ist, und in dieser Zeit schon ausschalten. Nun, kennt ihr den wahren Namen dieses Amrichots? Oder ist der hier in der Akademie oder in der Hesinne-Bibliothek bekannt? Mir ist er bekannt. Die rauchige Stimme von der Erzmager Kulra. Da ihr uns sowieso begleiten werdet, ist das ein sehr glücklicher Zufall. Wenn ihr mich nett fragt, werde ich euch begleiten. Wenn ihr fordert, sicherlich nicht. Ihr sprecht hier nicht mit irgendeinem Eleven. Und Magistra, es ist meine allerinnigste Bitte. Ich habe die Basilius-Prüfung bestanden und die korrekte Anrede lautet Magnificenz. Magnificenz? Wäre uns eine große Ehre, wenn ihr uns an Bord der Perlenwacht begleiten könntet. Ich habe bereits von meiner Tochter gehört, was ihr vorhabt. Ihr seid ziemlich leichtsinnig, muss ich sagen. Und sicherlich hat noch niemand ein so großes Werk geleistet in jüngerer Zeit, wie wir euch hier die Gelegenheit anbieten, nicht wahr?
Ihr seid dahingehend sehr unklug, dass ihr, wenn die Aufzeichnungen und die Nachrichten meiner Tochter stimmen, was ich wohl annehmen darf, jemanden aus einem Holz befreien wollt, Unholz wohlgemerkt, der sein Leben quasi schon verwirkt hat, eine Geweihte der Perine, die an diese Dämonenarche gebunden ist. Jemand, die an ein Schiff gebunden ist, dessen wahren Name sich mit der Zeit und mit dem Wachstum verändert, die immer mehr an dieses Schiff gebunden wird, je mehr Schiffe es gefressen werden. Und mir wurde zugetragen, dass ihr in letzter Zeit das ein oder andere Schiff mehr verspeist habt, die Arche ein weiteres Mal provoziert habt zu wachsen. Seid ihr von Hesintes Gaben verlassen? Hesintes Gaben spielen ja keine Rolle. Ich gab mein Wort und ich werde alles tun, um es einzuhalten. Das heißt, ihr fleht die Hilfe von Fex, dem Glück, nicht dem Können von Hesinde? Ohne Hesindes Können sind wir so oder so verloren. Oder sie zumindest. Ihr und somit bei euch dieser... haben wir überhaupt eine Gelegenheit, dies für alle glücklich voranzubringen. Magistra. Magnificenz. Ja, merkst wohl gerade, wie auf ihrer Augenbraue hebt sich extrem, wie sie da wieder unzufrieden war, aber er runzelt nur nochmal. Du bist froh, dass du keine Lebe in dieser Schule bist und dass du nicht unter ihr leidest. Dann kannst du auch sehen, wie sie wohl mit dem Rohrstock noch rumspielt, der vielleicht ist das sogar ihr Magierstab, der dann irgendwie da an dem Tisch gerade liegt und ja. Wir sollten alles tun, um die Seele dieser ehemalige Geweihten oder noch Geweihten zu befreien. Da stimmt ihr uns darauf nicht zu, oder? Erzmager? Nun, eine Geweihte ist selbstverständlich in unseren Händen mehr wert als in den Händen der tiefen Tochter. Ich sprach nicht von ihrem Wert, sondern von ihrer Seele. Genau. Vor allem aber wird ihr Vater, der Markgraf von Warung, überaus glücklich sein, sie wieder in die Arme schließen zu können. Was interessieren mich Titel? Ja, was interessieren euch Titel, Magnificenz? Ich weiß es nicht, aber ihr könnt hier ein großes Werk vollbringen. Stellt euch den Ruhm vor. Ihr seid die Erste, die eine Paktierin von einer Dämonenarche befreit. Nun, Paktierer wurden wohl im Laufe der Zeit schon viele befreit. Auch von einer Dämonenarche, die daran gebunden war? Man kann die Aufgabe so speziell definieren wie möglich. Es wird immer irgendetwas geben, was zum ersten Mal da war. Vielleicht wart ihr der Erste, der auf einem Drachen reitend eine Operation durchgeführt ist. Ziemlich speziell, oder? Richtig, aber stellt euch doch mal den Ruf für euch, für eure Akademie, für Festung vor. Ja. So etwas wird im Allgemeinen von mir verlangt, nachdem ich die Basilius-Prüfung abgeschlossen habe, dass so etwas Handwerk ist. Im Standardrepertoire. Ich verstehe. Also, wie dem auch sei, unser Ziel ist, eine Dämonenarche zu vernichten und wir wollen keine Seele den Erzdämonen ausliefern. Das ist der Hauptgrund. Wie gesagt, mir ist egal, ob ein Titel angeboren ist. Es gehört nichts dazu, in den richtigen Körper geboren worden zu sein. Ein Titel muss erarbeitet sein. Mir ist egal, ob sie eine Tochter eines Markgrafen ist. Das ist ein angeborener Titel. Wenn sie allerdings eine perine Geweihte ist, dann ist das ein erarbeiteter Titel. Warum immer ich? Magnificenz, wenn ihr uns nicht helfen wollt, dann sagt das. Wir können natürlich auch versuchen, Jelef Ibn Yasafar aufzutreiben. Wenn ihr wisst, wo dieser steckt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht zukommen lassen. Vielleicht wird er sich ja für eine solch großartige Tat aus seinem Versteck begeben.
Nun, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Alles, worum wir euch bitten, ist, helft uns, diese Seele vor den Erzdämonen zu retten. Mehr nicht. Wir bitten euch darum. Also gut, meine Freunde. Kann ich sonst noch irgendetwas für euch tun? Ich habe zwar schon eine Conclusio gemacht, aber wenn es, wie gesagt, weitere Fragen gibt, die ich beantworten kann, so werde sie ich euch beantworten. Die Freigabe dazu habt ihr. Ich habe mich in letzter Zeit für die Legionen von Xeran interessiert. Wisst ihr etwas Genaueres darüber? Die Legionen von Xeran, ziemlich speziell. Die unbesiegbare Legion von Yakmonit, um genau zu sein. Vor einigen Jahren wurden wohl Kinder entführt, die lange Zeit nicht wieder auftauchten, bis dann herauskam, dass Xeran, der Bucklige, sie gestohlen hat, entführte. Er experimentierte in seinen Laboratorien mit ihnen und spolz wohl Xanthim in den Körper dieser Kinder. Sie sind quasi unzerstörbar. Sie sind wahrlich unbesiegbar. Aber könnte man diese Dämonisierung nicht rückgängig machen? Nun, wenn ihr mit einem Xanth kämpfen wollt, dann, nun ja, stellt ihn ruhig, dann ist dies sicherlich möglich. Es hilft allerdings auch nichts, ihnen die Arme oder Beine abzutrennen, denn diese wachsen entweder an oder nach. Die Regeneration eines Xanthes, der mit dem Limbus verbunden ist, ist wahrlich grausam. Säuretriefende Körper, Blut und so weiter und so fort. Selbst wenn ihr ihn umbringt, tötet, dann wird er, je nachdem, wie lange diese Zeit braucht, wieder auferstehen. Das Einzige, was hilft, ist, wenn man den Xanth im Inneren exorziert. Der wahre Name eines Xanthes ist wahrlich nicht sonderlich schwer, aber dies wird auch die Kinder im Äußeren umbringen. Wobei ihre Seele sicherlich schon hoffnungslos in die Niederhöllen gefahren sind. Das ist die im Vergleich doch relativ schwer zu besiegende Legion von Yakmonit. Und wenn man den Xanth im Inneren, beziehungsweise den Dämonit, seiner Paraphysikalität beraubt, seiner Bewegungsfreiheit? Wenn ihr die Tore, die Sphären zum Limbus so abreißen könnt, eventuell mit Bannmagie von eurem Freund aus Gareth hier, dann wäre das vielleicht möglich. Ihr müsstet den Limbus verschließen. Das ist allerdings schwer. Wenn ihr es also mit der unbesiegbaren Legion von Yakmonit zu tun bekommt und dies mehrere sind, dann seid ihr höchstwahrscheinlich... Nun ja, ich vermute, ein einziger Xanth kann schon eine Legion von Soldaten zerstören, wenn er in Raserei durch sie hindurchzieht und mit Krallen und Scheren die Köpfe abschneidet. Und wenn man ihn mittels Motorikus lahmlegt? Ich bin nicht mehr sicher, ob dieser Xanth, dieser Dämonit, wirklich in den Limbus verschwinden kann, weil er ist ja gebunden in diesen Körper. Das müsstet ihr ausprobieren. Ich stand bisher noch nicht vor einem Legionär. Das sind nur die Aufzeichnungen der ODL, die ich mit euch teile. Nun gut. Vielleicht können wir in nächster Zeit eventuell Neuigkeiten hierzu beitragen. Oder auch nicht. Wenn wir tot sind. Nun, wenn ihr Brüder der Weißen Gilde mit uns der Grauen Gilde, der ODL, teilen wollt, nehmen wir dieses Wissen gerne an.